Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Bundestag ist heute der Versuch gescheitert, einen rechtlichen Rahmen für die Sterbehilfe zu schaffen. Zwei Gesetzentwürfe von Abgeordneten verschiedener Fraktionen fanden keine Mehrheit. Es ging darum, ob und wie Sterbewillige Zugang zu todbringenden Medikamenten erhalten können und wer unter welchen Bedingungen bei einem Suizid helfen darf. Diese Fragen sind nicht eindeutig geregelt, seit das Bundesverfassungsgericht vor 3 Jahren das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe gekippt hatte. Rote Karte für die Regulierung der Suizidhilfe. 2 Gesetzentwürfe standen zur Abstimmung. Beide fielen jeweils bei einer Mehrheit der Abgeordneten durch. Vor der Abstimmung warb Katrin Helling-Pla für ihren Vorschlag, der eine Beratungspflicht vorsah und keine Strafbarkeit androhte. Wichtig ist uns vor allem, dass wir die Menschen nicht schon wieder alleine lassen. Alleine mit ihrem Schmerz, ihrer Angst und ihrem Wunsch gehen zu dürfen. Deshalb brauchen wir eine rechtssichere Lösung. Deshalb dürfen wir nicht schon wieder mit dem Strafrecht drohen. Strafrechtliche Konsequenzen waren den Abgeordneten, die den 2. Entwurf unterstützten, aber wichtig. Psychisch kranke Menschen, die unter äußerem Druck stehen, behinderte Menschen, Menschen in existenziellen Ausnahmesituationen. Ich finde, diesen Menschen ist die Gesellschaft ihren Schutz schuldig. Und diesen Schutz kann man eben nur mit Hilfe des Strafrechts effektiv gewährleisten. Doch auch dieser Vorschlag fiel durch. Die Abgeordneten scheiterten also an dem Versuch, die Suizidhilfe nach den Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts zu regulieren. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats fordert, dass sie es noch einmal angehen. Patientinnen und Patienten, aber durchaus auch die Einrichtungen, Ärztinnen und Ärzte, da sagen schon viele, wir wünschen uns Rechtssicherheit. Es ist jetzt zwar ungeregelt, aber das bedeutet nicht, dass wir wissen, was wir eigentlich tun können, was wir tun sollen. Da wünschen sich viele, dass man das nochmal versucht. Dem Bundesgesundheitsminister gaben die Abgeordneten heute auf, die Suizidvorbeugung auszubauen. Am Aktionsplan Suizidprävention wird bereits gearbeitet. Ich glaube, dass wir daher nach der Sommerpause etwas vorlegen können. Wir arbeiten bereits daran, aber die Anregungen durch den heute beschlossenen Antrag werden wir aufnehmen. Rechtsunsicherheit bei der Suizidhilfe fürchtet Lauterbach nicht. Denn in Zweifelsfällen könnten die Gerichte entscheiden. Er fühlt sich gefangen in seinem Körper. Das sagt Harald Meyer über sich selbst. Er hat Multiple Sklerose und kann sich vom Hals abwärts nicht mehr bewegen. Früher war er Feuerwehrmann. Passiert bin ich. Wenn sich sein Zustand weiter verschlechtert, würde der 52-Jährige gerne Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Dass heute dazu kein Gesetzentwurf und damit auch keine Beratungspflicht verabschiedet wurde, sieht er positiv. So ist es am besten, würde ich sagen. Ich habe mich auch schon über 20 Jahre befasst damit. Ich brauche keine Beratung mehr. Und so ist das gut. Harald Meyer fordert seit Jahren die Herausgabe eines bestimmten Mittels zur Selbsttötung, Pentobarbital. Deswegen ist er vor Gericht gegangen. In der Schweiz darf das Mittel verschrieben werden, in Deutschland nicht. Die Abstimmung im Bundestag bedeutet, dass bei der Suizidbeihilfe zunächst alles so bleibt, wie es ist. Das Bundesgesundheitsministerium hat aber angekündigt, in den nächsten Wochen zu prüfen, wie die Abgabe von Pentobarbital geregelt werden könnte. Harald Meyer will das notfalls vor Gericht durchsetzen und in jedem Fall selbst über seinen Tod entscheiden. Das Heizungsgesetz wird nun doch erst nach der Sommerpause im Bundestag beraten. Das Bundesverfassungsgericht stoppte den Plan der Ampelkoalition, morgen darüber abstimmen zu lassen. Die Karlsruher Richter gaben gestern Abend einem Eilantrag des Unionsabgeordneten Heilmann statt. Seine Rechte würden durch den engen Zeitplan möglicherweise verletzt. Die Regierungsfraktionen hatten umfangreiche Änderungen an dem Gesetz erst am vorigen Freitag vorgelegt. Unionschef Merz weiß, bei wem er sich bedanken muss. Schließlich ist Thomas Heilmann allein vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und hat so das Heizungsgesetz zumindest ausgebremst. Dem Berliner CDU-Abgeordneten geht es aber um mehr. Er bemängelt, dass die Abgeordneten zu oft zu wenig Zeit hätten, um sich mit allen Details eines Gesetzes zu befassen.
Wir sind eben nicht nur dafür da, insgesamt die Hand zu heben und abzustimmen, sondern wir sind eben auch dazu da, sich um diese Details zu kümmern. Dafür werden wir ehrlich gesagt bezahlt. Beim Heizungsgesetz riet Heilmann der Ampel deshalb. Experten noch mal fragen, Ausschuss noch mal tagen lassen, glaube ich, dann hätte man nach meinem Gefühl die formalen Voraussetzungen erfüllt. Doch das Verfahren noch mal komplett aufschnüren, das wollen weder Grüne noch SPD oder FDP. Nach der Sommerpause soll nur über das bereits fertige Gesetz debattiert und abgestimmt werden. Das soll schon jetzt Planungssicherheit geben. Damit wollen wir den Menschen sagen, ihr könnt euch darauf einstellen, sowohl die Unternehmerin, die Handwerkerin, als auch die Heizungsbauerin, als auch die Besitzerin von Immobilien, die sich fragen, welche Heizung möchte ich eigentlich im nächsten Jahr einbauen. Der Fraktionsvorsitzende der Liberalen betont, ihm sei es nie um Schnelligkeit gegangen, sondern um ein gutes Gesetz. Das sei mit all den Änderungen nun der Fall. Seine Fraktion würde dazu auch nach der Sommerpause noch stehen. Wir haben ja den Gesetzentwurf in unserer Fraktion bereits beschlossen in der Sache. Insofern ist das kein Zweifel. Einfach nur mehr Lesezeit für die Abgeordneten reicht der Union aber nicht aus. Es gibt allen Grund, dieses Gesetz auch inhaltlich sauber zu beraten, die Einwände der Sachverständigen ernst zu nehmen. Die Union fordert einen kompletten Neustart beim Heizungsgesetz. Schon morgen will sie darüber im Bundestag debattieren. Tina Hassel in Berlin. Wie geht die Koalition mit dieser Niederlage um? Tja, noch heute war deutlich zu spüren, wie sehr die Ampel kalt erwischt wurde durch die Eilentscheidung aus Karlsruhe. Und entsprechend wortreich versuchten sich die Fraktionsspitzen der drei Regierungsparteien in Schadensbegrenzung. Man nehme den Weckruf aus Karlsruhe ernst und werde das Parlament künftig früher beteiligen. Das umstrittene Gesetz aber werde nicht mehr aufgeschnürt und auch eine weitere Ausschussbefassung sei nicht nötig. Das ist nicht nur eine Absage an die Union, die ja genau das will, sondern es ist auch ein Stoppschild an all jene in der FDP, die heute beinahe triumphierend weitere grundlegende Änderungen forderten. Wie destruktiv das Klima in der Regierung inzwischen geworden ist, zeigen die gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen FDP und Grünen, wer letztlich die Verantwortung für das Debakel trägt. Dass die Ampel damit gescheitert ist, ein so kompliziertes Gesetz im Eilverfahren durch das Parlament zu bringen, fällt auch auf den Kanzler zurück. Und deshalb werden Olaf Scholz und der Bundesregierung ein unruhiger Sommer bevorstehen. Tina Hassel in Berlin, vielen Dank. In Nordrhein-Westfalen ist eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle aufgeflogen. Die Bundesanwaltschaft ließ heute 7 Männer aus Tadschikistan, Kirgisistan und Turkmenistan festnehmen. Sie gelten als Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat. Ihnen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gegründet und Anschläge geplant zu haben. Gegen 4 der Verdächtigen wurde bereits Haftbefehl erlassen. Die 3 anderen sollen morgen dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt werden. Bei russischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte sind laut Behörden mindestens 7 Menschen getötet und 50 verletzt worden. Allein bei einem schweren Luftschlag auf einem Wohnblock im Zentrum von Lviv, fernab der Front, starben 5 Menschen. Die Stadt liegt im Westen der Ukraine, rund 60 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. In Lviv haben viele Menschen aus dem umkämpften Osten des Landes Zuflucht gefunden. Der Moment des Einschlags. Festgehalten von einem Paar in Lviv. Die russischen Raketenangriffe in der vergangenen Nacht zählen zu den heftigsten, die die westukrainische Stadt seit Beginn des Angriffskriegs erlebt hat. Von 10 Raketen konnte die ukrainische Luftwaffe nach eigenen Angaben 7 abwehren. Die Russen sagen, dass sie nur militärische Objekte angreifen, aber sie haben ein friedliches Haus getroffen. Die Leute haben geschlafen. Wie kann man nur? Der Angriff auf Lviv zeigt, auch mehr als 1000 Kilometer von der Front entfernt gibt es für die Menschen keine Sicherheit vor russischen Raketen und Drohnen. Saporischschja im Südosten der Ukraine. Hier in der Nähe wird gekämpft, auch die Stadt wird immer wieder angegriffen. Und es gibt die Sorge vor einem nuklearen Zwischenfall. Das nahegelegene Kernkraftwerk Saporischschja ist seit mehr als einem Jahr von russischen Soldaten besetzt. Inzwischen sind alle Reaktoren heruntergefahren. Doch der Chef der ukrainischen Atombehörde warnt im ARD-Interview vor unberechenbaren Szenarien. Wir wissen nicht, was sie vorhaben. Sie können einen der Reaktoren einschalten und dann einen Terroranschlag darauf verüben. Und es könnte zu Szenarien der Größe von Fukushima oder Tschernobyl kommen. Es gibt viele Möglichkeiten, von den kleinsten bis zu den schwersten Folgen.
Diese Kinder sind mit ihren Eltern aus den russisch besetzten Gebieten im Süden nach Saporischschja geflüchtet. Der Ort, an dem sie unbekümmert spielen, ist 50 Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt. Wir machen uns große Sorgen um die Kinder. Die Notfallkoffer sind gepackt, Schutzmasken haben wir auch parat, aber wir bleiben in Saporischschja. Und sie hoffen, dass eine nukleare Katastrophe in der Ukraine ausbleibt. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges nutzen deutlich mehr Menschen die Einrichtungen der Tafel, vor allem Geflüchtete aus der Ukraine. Der Dachverband der Tafeln verzeichnete einen Zuwachs um etwa 50%. Gleichzeitig seien die Spenden um 76% zurückgegangen. Mit ein Grund, Lebensmittelhändler haben weniger übrig gebliebene Waren, weil sie effizienter kalkulieren. Auf ihrem Bundestreffen in Mannheim suchen die Tafeln nun nach Lösungen. Bei der Stuttgarter Tafel laufen heute früh die letzten Vorbereitungen kurz vor der Öffnung. Draußen stehen die ersten Kunden schon seit über 3 Stunden. Was sie noch nicht wissen, auch heute ist die Auswahl an gespendeten Waren drinnen wieder eher übersichtlich. Naja, also es ist wenig, wir hatten schon mehr. Trotzdem beginnt kurz darauf der Ansturm. Die Zahl der Kundinnen und Kunden habe sich zuletzt verdreifacht, sagt Bernd Müller, der seit vielen Jahren an der Kasse sitzt. Viele Rentner kommen, man sieht viel mehr ältere Menschen. Auch Leute, die einen Minijob haben, berufstätig sind, die es nicht mehr gestemmt kriegen. Die Preiserhöhung mittlerweile setzt sich jetzt auch durch. Hinzu kommen die vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Ihr Anteil ist seit dem Frühjahr noch einmal deutlich gestiegen und liegt mittlerweile bei über 90%. Das hat die Versorgungslage noch mal verschärft. Beim Bundestafeltreffen bis Samstag in Mannheim ist das eines der Hauptthemen. Vertreter der mehr als 960 deutschen Tafeln wollen sich künftig noch enger vernetzen und beraten über Auswege aus der Krise. Sabine Wehrt hat 1993 Deutschlands erste Tafel gegründet. Sie fordert, die Supermärkte stärker in die Pflicht zu nehmen. Es gibt in Frankreich und in anderen europäischen Ländern inzwischen ein Gesetz zur Zwangsabgabe von übrig gebliebenen Lebensmitteln für den Handel ab 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Wenn wir dieses Gesetz in Deutschland hätten, dann hätten wir alle Sicherheit. Bei der Tafel Stuttgart würden Sie diesen Vorschlag begrüßen, damit die Regale bald wieder voller sind. Zum letzten Mal hat eine europäische Trägerrakete vom Typ Ariane 5 von Französisch-Guayana aus Satelliten ins All gebracht. Seit mehr als 25 Jahren ermöglichte dieser Raketentyp Europa den Zugang zum Weltraum. Wann das Nachfolgemodell Ariane 6 einsatzbereit sein wird, steht noch nicht fest. Seine Entwicklung hat sich um 3 Jahre verzögert. 3, 2, Unité. Mit diesem Start ist die Ariane 5 Geschichte. Nach 27 Jahren wird die europäische Trägerrakete ausgemustert. Bei ihrer letzten Mission bringt sie unter anderem einen deutschen Kommunikationssatelliten ins All. Im Bremer Werk der Ariane Group haben sie besonders mitgefiebert. Hier wurde jahrzehntelang der obere Teil der Rakete gebaut, die sogenannte Oberstufe. Das kann man in Worte eigentlich gar nicht fassen, dieses Wunderwerk der Technik und dass man daran mitarbeiten durfte. Das ist schon jetzt so ein Meilenstein oder so ein Ende, jetzt die letzte fliegen zu sehen. Die Ariane 5. 117 Mal hat sie Sonden, Satelliten und Teleskope ins All transportiert. Dabei war ihr Erfolg anfangs nicht absehbar. Bei ihrem Jungfernflug 1996 explodierte die erste Ariane 5 kurz nach dem Start. Ein Höhepunkt 2021. Die amerikanische NASA wählte die europäische Rakete aus, um ihr 10 Milliarden Dollar teures James-Webb-Teleskop ins All zu bringen. Mit diesem letzten Start hinterlässt die Ariane 5 eine Lücke. Weil die Ariane 6 noch nicht einsatzbereit ist, steht Europa erstmal ohne Trägerrakete da. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. Juli. Morgen erwartet uns sonniges Hochsommerwetter. Zum Wochenende hin wird es sehr heiß und dann zunehmend schwül. Heute Nacht ist es bis auf wenige Wolken ganz im Norden sternenklar und morgen wird es verbreitet sonnig. Ein paar Quellwolken bilden sich vor allem im Nordosten sowie über dem Bergland, es bleibt aber trocken. Heute Nacht kühlt es ab auf 16 Grad in Nordfriesland bis 7 Grad in Oberfranken. Morgen werden im Küstenumfeld 22 bis 26, sonst bis zu 33 Grad erreicht.
Auch am Samstag oft sonnig, im Südwesten und Westen später wolkiger. Dort sind lokale Hitzegewitter möglich. Am Sonntag in der Westhälfte im Tagesverlauf gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter. Am Montag dann im Norden und Osten, im Westen oft trocken. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Helge Fuest gibt es den neuesten Deutschland-Trend. Was die Menschen inzwischen am meisten beunruhigt, ist die Politik im Land. Und Ibiza, Formentera und Co. Der Urlaub auf den Balearen wird zum Luxus. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.